Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 148 Ein Bund fürs Leben Zweiter Teil. Hermine hingegen ließ ihren Blick über die Gäste schweifen und mit einem Male erspähte sie Linda. Neben ihr saß deren Sohn. Die Frau schien mehr auf ihre Tochter zu achten, die die Blumen streute, als auf die Braut oder irgendjemand anderen. Ohne den Kopf zu bewegen, suchte Hermine den Saal ab und da bemerkte sie Remus, der einmal einen scheuen Blick zu Linda hinüberwarf, bevor er Tongs Hand in seine nahm. Ganz hinten, schwer hinter all den Menschen zu erkennen, saß Severus. Auch er schien Linda gesehen zu haben, blickte aber an ihr vorbei, direkt zu Hermine, was sie nervös machte. Die Braut war nun von ihrem Vater an Draco überreicht worden und Hermine strengte sich an, ihren klaren Kopf den einlullenden Worten des Ministeriumsangestellten zu lauschen, denn immerhin war sie Trauzeugin und musste zumindest das Ja des Brautpaares vernehmen, bevor sie in ihrer Unterschrift die Ehe bestätigen würde. Es war jedoch alles andere als leicht, dem Gesagten folgen zu können. Als Hermine das Wort Ringe vernahm, da geriet sie in Panik und Draco schien das bemerkt zu haben, so dass er die kleine Schachtel aus seiner Innentasche nahm und sie kurz, so dass es niemand anderes hatte sehen können, ihr zeigte. Hermine war erleichtert. Ihr war entfallen, dass er die Ringe bereits an sich genommen hatte. Immer wieder fühlte Hermine Augen auf sich und wenn sie in die Menge schaute, dann bemerkte sie diejenigen, die sie anblickten. Harry und Ginny waren es gewesen, die ihr zulächelten. Auch Remus schaute sie einen Moment lang an, so wie auch Ron. Und plötzlich, Hermine wusste nicht, wo die Zeit geblieben war, hatten beide sich auch schon das Ja-Wort gegeben und nach dem Brautpaar wurde erst Hannah und dann Hermine zur magischen Unterschrift gebeten. Mit den folgenden Eindrücken war Hermine so sehr überfordert, dass sie kaum noch etwas wahrnehmen konnte. Immer wieder blitzte es, was ihr kleine Punkte auf der Netzhaut bescherte. Ihr klarer Verstand kam erst wieder zurück, nachdem die Stuhlreihen von den von Mr. Bones engagierten Herren und Damen in den großen Tisch in U-Form verwandelt wurden. Die ganzen fröhlichen Menschen um sie herum, die mittlerweile ein wenig Lärm verursachten, machten Hermine indirekt darauf aufmerksam, dass Draco und Susan gerade die Hochzeitstorte anschnitten. Eine männliche Stimme rief amüsiert, dass es hieße, dass derjenige, der die Hand beim Anschneiden oben aufhaben wird, auch das Sagen in der Ehe haben werde. Es war Susans Vater gewesen, dem sie scherzend entgegnete. Das heißt nur, dass ich Draco führen muss, weil er noch nie eine Torte angeschnitten hat. Susans Hand lag über Dracos, als sie das erste Stück zusammen schnitten. Die Füße taten ihr weh, während Hermine einige Gäste betrachtete, die dem Paar jetzt schon gratulierten. Es waren welche darunter, die bereits die Feier verlassen mussten, aber dafür würden andere, die der Trauung nicht hatten beiwohnen können, im Laufe des Tages noch dazukommen. Die Anzahl so vieler Menschen konnte Hermine schwer schätzen, aber sie konnte davon ausgehen, dass knapp 100 Personen noch nicht anwesend waren. Es war Mr. Bones gewesen, der Hermine, die etwas hilflos wirkte, seinen linken Arm anbot, bevor er gut gelaunt sagte. Laut Sitzordnung werden wir nebeneinander Platz nehmen, Miss Granger. Er führte sie nach vorn an den mittleren Tisch, an dem sich auch das Brautpaar niedergelassen hatte. Erstaunt war Hermine darüber, dass gleich neben Susan nicht nur nach alter Tradition die Eltern des Bräutigams saßen, in dem Fall nur Narcissa, sondern neben Narcissa auch Severus.
Je näher man dem Brautpaar saß, desto höher war die Wertschätzung, die man demjenigen entgegenbrachte. Sehr unglücklich schien Hannah zu sein, denn sie hatte man direkt neben ihrem ehemaligen Lehrer für Zaubertränke gesetzt. Wer hat die Sitzordnung erstellt? Fragte Hermine ein wenig lauter, damit Mr. Bones sie überhaupt hören würde. Das war ich, gab er zu. Ist etwas damit nicht in Ordnung? Er klang besorgt, denn er wusste, dass man darauf achten musste, welche Personen man nebeneinander sitzen würde. Doch er kannte nicht alle Gäste persönlich, wusste nichts von möglichen Fäden. Hannah wird unglücklich sein, wenn sie die ganze Zeit über neben... Hermine verstummte, doch Mr. Bones verstand. Keine Sorge, nach dem Kaffee und Kuchen wird die Sitzordnung aufgehoben und es wird einige große Tische geben, beruhigte er. Neben Draco, wie es sein sollte, saß Mrs. Bones, dann deren Gatte, der gleich neben sich Hermine platzierte, und an Hermines anderer Seite nahm ein älterer Zauberer Platz. Einen schönen guten Tag, junge Frau. Entzückend sehen Sie aus, grüßte der Ältere. Ich bin Susans Großvater. Oh, machte Hermine erstaunt. Natürlich saßen am Tisch des Brautpaares überwiegend die Familienmitglieder und die Trauzeugen. Guten Tag, Mr. Bones. Ich bin Miss Granger. Während die Torte nun von den Angestellten angeschnitten und an die Gäste gereicht wurde, lehnte sich Hermine nach vorn, damit sie sehen konnte, wer an der anderen Seite des Tisches neben Hannah saß. Von Mr. Bones gut geplant, saßen immer Mann und Frau abwechselnd am Tisch. Nach Hannah kam Familie Tonks, natürlich auch Remus als Nymphadoras Verlobter und gleich darauf die Blacks, Dracos Familie. Hermine hingegen saß zwischen einigen Mitgliedern der Familie Bones, Menschen, die sie noch nie zuvor im Leben gesehen hatte. Harry und Ron, die gesamten Weasleys sowie Luna, Neville und andere Freunde saßen hinten in der Nähe der Blacks an dem anderen Tisch gleich über Eck. Dieser und der andere Tisch, der von dem des Brautpaares ausging, waren an beiden Seiten mit Stühlen versehen, sodass die Gäste sich gegenüber saßen. Hermine hingegen hatte keinen gegenüber und sie fühlte sich daher immer ein wenig beobachtet. Mr. Bones stand auf, schlug mit einem Löffel gegen ein Wasserglas, damit die Gäste ihm ihre Aufmerksamkeit schenken würden. Er hatte sicherlich lange dafür benötigt, diese Rede vorzubereiten, und daher tat es Hermine leid, dass sie nur die Hälfte mitbekam, obwohl sie direkt neben ihm saß. Draco, so dachte sie, würde es möglich nicht anders ergehen. Jetzt, wo Mr. Bones sprach, hatte Draco einen Moment Zeit für sich. Er hatte sich alles so schön zurechtgelegt und geglaubt, dass alles gut gehen würde, aber jetzt, wo etwas über 150 Gäste bereits anwesend waren und die anderen noch kommen würden, dass alle den Einladungen gefolgt waren, da bekam er es erneut ein wenig mit der Angst zu tun. Schon vor der Zeremonie hatte er unter Schweißausbrüchen gelitten, die er nur mit Hermines Hilfe in den Griff bekommen hatte. Doch nun konnte er kaum noch stillsitzen, als er daran dachte, an die ganzen Menschen das Wort richten zu müssen. Weglaufen war keine Option, obwohl er das gern getan hätte, denn von Mr. Bones hörte er gerade Wörter wie Mut und Courage. Der Tag war noch lang nicht vorbei. Zwar war er verheiratet, aber man erwartete noch einige Dinge von ihm, wie seine Rede, und er wollte niemanden enttäuschen. Als Mr. Bones seine Rede beendet hatte, wurde es totenstill im Salon und alle Augen richteten sich auf ihn. Jeder erwartete, dass er etwas sagen würde. Eine Wahl hatte er nicht, und so schloss er für einen kurzen Moment die Augen und drückte Susans Hand, bevor er sich erhob. Zunächst einmal möchte ich mich im Namen meiner Frau und unseren Familien für euer zahlreiches Erscheinen bedanken. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass alle zusagen werden. Besonders nicht, weil die gesamte Feier sehr kurzfristig geplant worden war. Das geht übrigens voll und ganz auf meine Kappe. Man hörte einige gelassen kichern, was Draco selbst zum Lächeln brachte. Ich bin sehr erfreut, euch alle hier zu sehen, was, und da muss ich kein Hehl draus machen, nicht immer so war. Draco schluckte,
denn er hatte seinen Gästen gerade verdeutlicht, was jeder eigentlich wissen müsste, nämlich, dass er sie früher nicht ausstehen konnte. Es war still und jeder wartete geduldig auf seine Worte. Mit den Dingen, auf die weder ich noch meine Familie stolz sind, muss ich leben. Ich kann nur hoffen, dass niemand der Ansicht ist, die heutige Vermählung von Susan und mir wäre ein Fehler gewesen, denn das ist sie nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es die erste Entscheidung in meinem Leben, die wirklich richtig war, denn ich fühle nicht einen Hauch von Zweifel in mir. Er blickte nach links zu Severus, der die Augen starr auf seine Tasse gerichtet hatte, jedoch jedem Wort gespannt lauschte. Seinen Patenonkel in seiner Rede beim Namen zu nennen, würde er nicht wagen, denn Severus würde diese Aufmerksamkeit nicht wollen. Aber es gab Dinge, die sich Draco von der Seele reden wollte, die alle Anwesenden hören sollten. Wenn er Severus nicht nennen würde, würde er auch nicht Professor Dumbledore beim Namen nennen. Seinen Blick von Severus abwendend, ließ er ihn über die Gäste schweifen, die ihm an den Lippen hingen, bevor er einmal kurz zu Dumbledore hinüberblickte. Die erste helfende Hand, die man mir gereicht hatte, schlug ich in dem Glauben von mir, es würde meine Situation nur noch verschlimmern. Sein leerer Magen zog sich zusammen, als er an die Nacht dachte, an der er den Professor hatte umbringen sollen und der ihm trotz der Mordabsicht noch seine Hilfe angeboten hatte. Die zweite helfende Hand in der gleichen Nacht konnte ich nicht abwehren, denn sie hat mich einfach gepackt. An den Gesichtern konnte Draco erkennen, dass jeder wusste, von wem er sprach, denn viele blickten zu Severus hinüber. In dieser Hinsicht bin ich auf eine Sache stolz, die mein Vater und meine Mutter für mich getan haben, denn sie hatten mir nach meiner Geburt jemanden an die Seite gestellt, der mich mein Leben lang begleiten sollte. Dracos Stimme zeugte von Betroffenheit, als er leise hinzufügte. Der mir den Weg weisen sollte. Daran denkend, dass Severus es gewesen war, der seinen Auftrag auf dem Astronomieturm erledigt hatte, sagte Draco sehr betroffen klingend. Und wenn ich das alles mit dem gerade gerückten Geist, den ich jetzt innehabe, rückblickend betrachte, dann weiß ich, dass in dieser Nacht die Seele eines Kindes gerettet worden war. Meine Seele. Jemand schluchzte, und als Draco nach links schaute, da sah er seine Mutter, die ihr Gesicht in ihrem Spitzentaschentuch vergraben hatte, und gleich daneben Severus, der nicht wusste, wie er auf eine weinende Frau vor so vielen Menschen reagieren sollte, und schließlich seine Hand auf ihren Unterarm legte, um sie zu beruhigen. Hermine horchte plötzlich auf, bevor sie in ihrer kleinen Handtasche kramte, um ein Notizbuch zu zücken. Während Dracos Rede huschten einige Gedanken durch ihren Kopf, die sie festhalten wollte. Draco hatte die Unversehrtheit seiner Seele behalten, weil nicht er es gewesen war, der Albus ermordet hatte. Auch wenn Albus seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, so war es doch nicht unmöglich, dass Severus zuvor schon seine Seele durch einen Mord gespalten hatte. Erschrocken hielt Hermine inne. Sie hatte ebenfalls Menschen auf dem Gewissen und sie fragte sich, ob es einen Unterschied machte, aus welchem Grund man jemand getötet hatte. Sie selbst hatte sich und ihre Freunde verteidigt, aber ihr war nicht klar, ob sie damit ihre eigene Seele gespalten hatte. So gespalten, dass sie damit womöglich einen Horcrux erstellen könnte. Hermines Herz begann zu rasen, als sie die Theorie aufstellte, dass Severus eventuell einen ganz bestimmten Gegenstand suchen könnte. Einen Horcrux, in welchem der größte Teil seiner Seele eingeschlossen war. Womöglich, so ahnte sie, war es sogar das, was er zu reparieren versuchte. Sollte sie mit ihrer Vermutung recht behalten, wäre Severus Seele nach der Erschaffung eines Horcruxes für immer instabil. Hermine hielt sich vor lauter Schreck eine Hand vor den Mund. Doch als sie hörte, dass Draco erneut das Wort ergriffen hatte, da lauschte sie ihm mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend. Auf meinen Reisen hatte ich sehr viel Zeit, um über mich und meine Vergangenheit nachzudenken. Ich habe mich häufig gefragt, was für Fehler ich noch begangen hätte. Was aus mir geworden wäre, hätte man sich nicht meine angenommen. Viele werden jetzt wahrscheinlich an Azkaban denken, aber ich glaube nicht, dass ich so lange überlebt hätte.
Ich wäre sicherlich seit Jahren tot, davon bin ich überzeugt. Zum Ende hin war Draco leise geworden und er hatte sehr betroffen geklungen. Ich bin dankbar dafür, dass es Menschen gegeben hat, die mir trotz meines Verhaltens und meiner Ansichten eine Chance gegeben haben, die ich meines Erachtens gar nicht verdient habe, denn sonst würde ich nicht hier sein, an der Seite meiner frisch angetrauten Ehefrau, die mir so viele schöne Momente geschenkt hat und die ich dafür innig liebe. Draco schaute neben sich und bemerkte, wie Susan lächelnd, aber dennoch mit ein wenig feuchten Augen zu ihm aufblickte. Er strich ihr mit der Oberfläche seiner Finger zärtlich über die Wange, bevor er ihre Hand nahm und zu ihr mit hörbarer Ernsthaftigkeit sagte: Am heutigen Tage hat sich mein Leben zum zweiten Mal zum Guten gewandt und das verdanke ich dir. Er beugte sich vor und gab ihr einen Kuss auf den Mund, woraufhin besonders die Damen schwärmend seufzten. Draco richtete sich wieder auf, um zu den Gästen zu gehen. Es gibt noch Dinge, die ich ansprechen möchte, weil ich auf sie besonders stolz bin. Zum einen spreche ich von Hermine. Hermine blickte schockiert auf und fühlte, wie ihre Wange mit heißem Blut geflutet wurde. Sie ist in meinen Augen nicht nur eine sehr organisierte Trauzeugin, sondern mittlerweile sehr viel mehr. Er blickte sie an und sagte mit einem Lächeln auf den Lippen: Du hast mir ganz wunderbar beigestanden, mir die Unruhe genommen und mir wertvolle Ratschläge gegeben. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich dir eines Tages genauso zur Seite stehen dürfte. Jetzt war Hermine sicher, dass sie rot wie eine Tomate sein musste, weil alle Gäste sie anblickten und sich jeder ausmalte, wen sie wohl eines Tages ehelichen würde. Trotzdem lächelte sie und nickte freundlich, sodass Draco sich wieder an die Gesellschaft wandte und sagte: So etwas kann man nicht mit Macht oder Galeonen erlangen, dazu braucht es viel mehr. Draco blickte hinüber zu Harry, bevor er sagte: Einige werden es schon wissen, aber für diejenigen, die noch unbehelligt sind, möchte ich es gern verkünden, weil es mich stolz macht, sagen zu dürfen, dass Harry die Patenschaft für unser Kind übernehmen wird. Innerlich stöhnte Harry, denn er hatte gehofft, sich so lange wie nur möglich unauffällig als einer der vielen Gäste bewegen zu können. Draco schien zu ahnen, dass es Harry unangenehm war, in dessen Rede erwähnt zu werden, denn er fuhr gleich daraufhin fort: Erst jetzt, wo ich mich erwachsen nennen darf, weiß ich, was mir früher gefehlt hat. Etwas, um das mich all meine Schulkameraden beneidet haben, und das ist Freundschaft. Ich habe an falschen Orten danach gesucht, weil ich nach dem Ausschau gehalten habe, was die ganze Zeit lang, ohne dass ich es erkannt habe, direkt vor mir war. Wieder blickte er zu Susan hinunter. Stattdessen habe ich mich alleine gefühlt. Mit einem Lächeln auf den Lippen blickte Draco auf die Kinder, die von ihren Eltern mitgebracht worden waren, auf Belinda, die Brautjungfer und älteste der anwesenden Kinder. Da war die Tochter von Blaise, die der Rede offenbar wenig gefolgt war, denn sie hatte mit großen Augen das Stück Kuchen vor sich fixiert, von dem sie heimlich Krümel mit ihren kleinen Fingern stippitzte, und da war Nicholas, der im Arm von Mrs. Weasley döste. Jetzt, sagte Draco erleichtert und beschwingt, wächst eine neue Generation von Zauberern und Hexen heran. Er legte einen Arm um Susan und betrachtete voller Vorfreude ihren Bauch. Und diese Kinder sollten wir nicht mit den Schatten unserer Vergangenheit belasten. Sie sollten ihren eigenen Weg finden, auf dem wir sie als Eltern begleiten werden. In diesem Sinne, und weil meine Rede länger als nur 5 Minuten gedauert hat, wünsche ich allen einen guten Appetit. Die von Mr. Bones engagierten Servicekräfte hatten während seiner Rede genügend Zeit gehabt, jedem Gast den Kuchen zu servieren und neben Tee, Kaffee und Säften auch jede Menge anderes Gebäck aufzutischen, sodass die zeitliche Aufeinanderabstimmung nicht besser hätte sein können. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.